Der Steam Herbst Sale ist down, bietet uns grandiose Rabatte für unsere Spielebibliothek. Dieses Video ist in verschiedene Sektionen aufgeteilt, ihr findet sie unten in den Timestamps. Am Anfang kümmern wir uns um die größten Rabatte, danach suchen wir uns ein paar Spiele für unter 10 Euro raus, die jetzt besonders im Angebot sind. Und danach begutachten wir nochmal besonders Strategie- und Rollenspiele. Und vielleicht finden wir noch woanders den ein oder anderen tollen Rabatt. Legen wir los! Bereits in der Vorschau zu sehen ist Kingdom Come Deliverance, ein richtig tolles Rollenspiel mit einer sehr immersiven Rollenspielerfahrung, welches nicht ganz für Einsteiger des Genres gedacht ist, weil man hier wirklich sehr, sehr detailliert an das Spiel rangehen muss. Wir haben zum Beispiel am Anfang nicht die Fähigkeit, lesen zu können. Das heißt, wenn ihr irgendwie ein Buch in die Hand bekommt, steht ihr erstmal Kauderwelsch. Ihr müsst erst lesen lernen und mit der Zeit werdet ihr immer besser und es macht immer mehr Sinn, was da im Buch drin steht. Manchmal könnt ihr es aber trotzdem noch nicht entziffern, wenn ihr die Fähigkeit zu lesen noch gar nicht hochgelevelt habt. Und so sieht es in vielen Aspekten des Spiels aus. Ihr müsst euch waschen, wenn ihr mit anderen Personen interagieren wollt, damit sie nicht denken, dass man irgendwie stinkt und schlecht aussieht und dann eben nicht mit einem reden wollen, vor allem wenn es Adlige sind. Ein Spiel mit sehr viel Tiefgang, welches sich für 3 Euro auf jeden Fall mehr als nur lohnt. Ein weiterer super Schnapper ist hier Layers of Fear. Habe ich nie gespielt, kann deshalb nicht ganz so viel darüber sagen. Aber auch ein sehr, sehr hochgelobtes Psycho-Horror-Spiel. Dann gibt es mit Psychonauts 2 noch ein Plattformer für die Jump'n'Run-Fans. Europa Universalis 4 natürlich auch ein absoluter Klassiker in der Grand Strategy 4X-Szene. Und für 5 Euro kann man sich das auf jeden Fall mal gönnen. Ist natürlich häufiger mal im Sonderangebot, aber für 5 Euro kann man sich das auf jeden Fall mal holen. Für Leute, die ganz gerne mal auf die Jagd gehen, für die ist vielleicht The Hunter etwas. Die Besonderheit an dem Spiel ist, dass man nicht nur alleine auf die Jagd gehen kann, sondern auch mit Freunden. Also wenn ihr euch noch jemand anderen sucht, könnt ihr für 4 Euro 2 Keys abstauben und zusammen auf wilde Jagd gehen. Killing Floor 2 natürlich auch ein absoluter Klassiker unter den Zombie-Koop-Shootern. Für 1,34 Euro kann man da nicht ganz so viel falsch machen, auch wenn das Spiel schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Und Darkest Dungeon ist leider auch ein Spiel, was bei mir auf der Pile of Shame liegt. Ich habe das selber nie gespielt, aber es ist auch hochgelobt, ein rundenbasiertes Spiel, wo man seine Leute rekrutiert, sie immer weiter aufleveln lässt, man steigt in den Fähigkeiten und geht dann durch verschiedene Dungeons und muss auch sehr darauf achten, dass man selber in Synergie zueinander steht und gute Ausrüstungsgegenstände kauft, Eigenschaften hat, Fähigkeiten erlernt, die auch zu den anderen Teammitgliedern passen. Ein Spiel, was sicherlich auch sehr, sehr viel Tiefe hat, muss ich auch irgendwann nochmal nachholen. Für 1,96 Euro sollte ich das auch. Da werden wir in eine schöne Dark Fantasy-Reihe reinstarten. Mad Max, auch ein absoluter Klassiker, für 1,99 Euro macht man damit auch sicherlich nicht ganz so viel falsch. Genauso wie mit City Skylines. Wer den zweiten Teil vielleicht nicht spielen kann, weil der PC nicht stark genug ist, oder wer ein ausgereiftes Spiel haben möchte, was schon alles hat, was man haben möchte. Da fehlen natürlich noch ein paar DLCs, die hier nicht mit dabei sind, das muss man dazu sagen. Aber es gibt eine durchaus ausgereifte Modding-Szene und so weiter und so fort. Also hier stimmt einfach alles bei City Skylines. Wer da vom zweiten Teil nicht genug bekommt oder vielleicht sich auch nicht ganz so zu Hause fühlt beim zweiten Teil, der kann für 3 Euro hier wirklich gar nichts falsch machen mit dem ersten Teil von Cities Skylines. Mit Far Cry 5 haben wir auch was für die actionlastigen Spiele unter euch dabei. Actionlastig bleibt es auch bei dem fotorealistischen Spiel Ace Combat 7. Dort werden wir zum Jet-Piloten und müssen auch wirklich bei Luftkämpfen teilnehmen. Also wer jetzt sagt, eigentlich wäre der Flugsimulator total was für mich, aber es ist mir ein bisschen zu langweilig, der kann hier für 6 Euro definitiv mal reinschauen. Dann haben wir hier noch Northgard, ein
wirklich tolles Echtzeit-Strategiespiel. Hier sehen wir auch die Kategorien Städtebausimulation und so weiter. So ist es gar nicht gedacht. Es ist ein wirklich ganz klassisches RTS, welches aber ganz neue Elemente mit reinbringt. So ist es ein bisschen langsamer aufgebaut als andere RTS-Games. Also du kannst da schon mal 2-3 Stunden, vielleicht auch ein bisschen länger, je nach Karte, je nach Einstellung, drin versinken in einer Runde. Und hast hier wirklich ganz neue Ansätze, was den Aufbau der Siedlung angeht, was Handel angeht, was Wirtschaft und Wissenschaft angeht, denn man kann nicht nur kriegerisch gewinnen, sondern zum Beispiel auch über Handelsziele und so weiter, etwas, was beim RTS eigentlich seltener der Fall ist. Ein ganz, ganz tolles Spiel, welches ich euch wärmstens ans Herz legen kann, vor allem für 3 Euro. Das ist wirklich gar nichts. Dann haben wir hier noch NFS Unbound, kann ich nicht zu viel zu sagen. Falls ihr ein Rennspiel haben wollt, schaut euch das einfach mal an. Und Star Wars Jedi Fallen Order ist jetzt auch für 4 Euro abzustauben. Auch ein Spiel, welches hoch gelobt wurde. Schlagt auf jeden Fall zu, das sind echt tolle Angebote hier. Total War Rome 2 in der Emperor Edition ist selbstverständlich ein zeitloses Strategiespiel, welches eigentlich in der Liste von jedem Total War Fan nicht fehlen darf. Ein Spiel, welches wahrscheinlich das letzte große historische Spiel war, auf das sich alle Fans von Total War einigen können, dass es richtig gut war, dass es richtig viel Spaß gebracht hat und die Immersion auf ein ganz neues Level gehoben hat. Ich persönlich fand auch die Teile danach toll. Ich fand auch einen Attila toll. Ich persönlich bin auch kein großer Kritiker der Saga-Teile, aber bei Rome 2 sind sich alle einig. Für 6 Euro kann man hier auch wirklich gar nichts falsch machen. Slime Rancher ist so ein etwas süßes Spiel, wo man seine kleine eigene Farm aufbaut mit so kleinen Schleimis. Kann auch so ein bisschen auf Abenteuer gehen. Ja, nicht für jeden war es, aber für 1,89 Euro könnt ihr euch das auf jeden Fall mal anschauen. Falls es euch interessant vorkommt, dass man eine Farm aufbaut, wo Schleime drauf leben. Assassin's Creed Odyssey. Auch ein Spiel, welches wir jetzt hier für 90% Rabatt haben können. Ein Open-World-Rollenspiel nach der neuen Ubisoft-Formel. Und die neue Formel ist in meinen Augen alles, was nach Unity kam oder mit Unity kam und nach Unity weitergeführt wurde. Trotzdem hat Odyssey die Kritiker und die Fans der neuen Struktur so ein bisschen näher zusammengebracht. Odyssey, genauso wie Valhalla, bisschen mehr gelobt als die anderen Teile. Soll viel Spaß bringen. Ich habe da nur mal reingespielt und bin da nicht ganz so warm geworden, weil ich wirklich noch ein großer Verfechter bin von Assassin's Creed 1, 2, 3, Black Flag und natürlich auch das, was so gut wie leider niemand kennt, von Assassin's Creed Rogue. Und fand auch Mirage jetzt gar nicht so schlecht. Aber wer die neuen Teile mag oder sich vielleicht mal an die neuen Teile ranwagen möchte, für den wäre vielleicht Odyssey etwas. Und das waren auch schon die allergrößten Schnäppchen, die ihr jetzt holen könnt während des Sales. Aber es gibt noch weitere Schnäppchen, die wir jetzt im Schnelldurchlauf durchgehen. Und zwar beginnen wir erstmal mit den Spielen unter 10 Euro. Da sehen wir zum Beispiel Dead by Daylight ist mal wieder im Angebot. Passiert häufiger mal, schlagt jetzt nicht zu, wenn ihr euch unsicher seid. Aber für 8 Euro natürlich nicht ganz so schlecht. Euro Truck Simulator 2 auch häufiger mal im Angebot. Für 5 Euro kann man auch da natürlich nichts sagen. Stellaris vielleicht auch ein etwas besserer Tipp. 10 Euro, 75% Rabatt. Kann man auf jeden Fall machen, bedenkt aber auch hier, dass es da eine ganze Menge DLCs gibt. Hitman World of Assassination für 3 Euro, in meinen Augen ein Top-Titel und absolut lohnenswert. Also hier das für 3 Euro ist wirklich klasse. Da würde ich vielleicht auch sagen, unbedingt kaufen, weil es ist ein Top-Spiel und für 3 Euro kann man da nichts falsch machen, wenn man so ein bisschen auf
Action steht, Stealth-Spiele mag und vielleicht damals auch die alten Splinter Cell-Teile gespielt hat. Stardew Valley, ja, mal wieder für unter 10 Euro, ist jetzt auch nichts Besonderes, sieht man häufiger mal, aber natürlich auch ein Spiel, welches man sich definitiv holen kann. Falls ihr gerne Multiplayer spielt, könnte sich auch It Takes Two nochmal anbieten. Für 10 Euro habt ihr dort eine ganz, ganz tolle Multiplayer-Geschichte, die ihr gemeinsam erleben könnt. Und in unserem Rundumschlag darf selbstverständlich auch nicht Borderlands 3 fehlen, das jetzt auch schon ganz bisschen in die Jahre gekommen ist, aber nicht von der Qualität, nicht vom Inhalt. Für 6 Euro habt ihr hier wirklich auch eine ganz tolle Geschichte, die ihr erleben dürft. Ich meine 90% Rabatt. Mehr geht ja gar nicht. Bei den Strategiespielen sieht es tatsächlich in diesem Herbst-Sale leider ein wenig magerer aus. Natürlich haben wir da ein Stellaris für 10 Euro oder ein Manor Lords für 30% Rabatt. Aber unterm Strich sieht es hier nicht so gut aus, wie es bei anderen Sales aussieht. Aber ich habe auch noch eine andere Lösung für euch, falls ihr neue Strategiespiele jetzt vergünstigt holen wollt. Und zwar bietet mein Shop-Partner gerade unfassbar starke Rabatte an, was Strategiespiele angeht. Also wir haben hier zum Beispiel XCOM 2 mit 95% Rabatt für nur 2,50 Euro. Wir haben das Spiel rauf und runter gespielt in unserem Stream und haben es geliebt. Oder gleich die ganze Collection mit den DLCs für nur 7 Euro, auch mit 92% Rabatt. Civilization 6 für 2,99 Euro oder gleich die Platinum Edition für 9,25 Euro. Falls ihr daran interessiert seid, an diesen besonderen Konditionen, dann schaut mal in den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kommt ihr zu meinem Shop-Partner und dort findet ihr zum Beispiel auch Spiele wie Warhammer 3, Crusader Kings 3 und viele Spiele, die wir hier jetzt auch sehen, sogar noch einen Ticken günstiger. Nicht viel, also bei Warhammer 3 und bei Crusader Kings sind es vielleicht nur 50 Cent, aber die sind ja auch hier schon stark rabattiert. Bei anderen Spielen ist es dann aber ein wirklich großer Sprung, wie zum Beispiel bei Civilization 6, wie wir gerade gesehen haben. Bei den Rollenspielen sieht es ein wenig gemischter aus. Hier haben wir deutlich mehr Angebote von Steam, die sich durchaus für euch lohnen könnten. Zum Beispiel bekommen wir für Cyberpunk 2077 einen 55% Rabatt und bekommen es bereits für 27 Euro. Das Spiel wurde nochmal deutlich geupgradet durch viele, viele weitere Updates. Die Entwickler sagen jetzt, dass sie bereits fertig sind mit dem Spiel, also die ganzen Startprobleme, die man vor 4 Jahren mitbekommen hat und die einen vielleicht auch so ein bisschen abgebracht haben, das Spiel zu kaufen, die sind allesamt jetzt behoben und für 27 Euro sicherlich ein guter Grund, hier nochmal reinzuschauen. Mittlerweile gibt es auch dort noch ein DLC, nur dass ihr Bescheid wisst, falls ihr das gesamte Erlebnis haben wollt, kommt ihr dann mit 27 Euro doch nicht ganz hin. Hogwarts Legacy für 17,99 Euro ist ein absoluter Spitzenpreis. Und falls ihr Hogwarts Legacy noch nicht gespielt habt, aber Harry Potter ganz gerne mögt, müsst ihr hier eigentlich zuschlagen. Ein richtig tolles Spiel für alle Fans dieses Universums. Und natürlich kann man sich auch vor einem Diablo 4 Rabatt von 40% nicht verstecken. Jetzt gibt es noch ein paar andere Rabatte, bei denen man sagt, okay, die sind ganz gut, zum Beispiel Dark Souls 3 oder God of War für jeweils 50% und 60%. Aber auch hier müsste ich euch eher zu meinem Shop-Partner verweisen, weil ihr dann noch mehr Rabatt bekommt. Und dort gibt es noch andere richtig coole Rollenspiele, die einen Blick wert sind. Zum Beispiel The Surge 2 für minus 86%, ein Souls-like-Spiel mit Sci-Fi-Elementen, welches ich persönlich richtig gern gemocht habe, denn man kann so viele verschiedene Ausrüstungsgegenstände finden, die sich auch immer an den Gegnern, die man besiegt hat, messen. Kannst zum Beispiel dem Gegner einen Teil seiner Waffe abschlagen und die dann selber nutzen. Richtig, richtig cool. Oder für die Story-Liebhaber unter euch, sowas wie Vampyr. Aber auch Rollenspiel-Fans, die lieber noch ein ganz kleines bisschen mehr Rollenspiel-Elemente drin haben, trotzdem den Story-Teil lieben, den kann ich auch Greedfall ans Herz legen. Das Spiel habe ich auch sehr gerne gespielt. Ist nicht das beste Rollenspiel,
aber die Story ist genial. Wer also Wert auf Story legt, der wird hier richtig viel Spaß haben. Also für 6 Euro mehr als gerechtfertigt, wirklich. Und für alle, die Fallout gerne mögen, den könnte ich hier zum Beispiel auch The Outer Worlds ans Herz legen. Ja, da braucht ihr nicht die besonderen Versionen, da reicht auch erstmal die Standard-Edition, um das Spiel kennenzulernen. Das ist ein Spiel wirklich nach dem Rezept von Fallout. Die Charaktere, die Dialoge sind so ein bisschen steif, wie wir es von einem Bethesda kennen, auch wenn das kein Bethesda-Spiel ist. Es fühlt sich einfach nach einem an, aber es ist sehr liebevoll gestaltet und es gibt sehr viel Freiheiten, es gibt verschiedene Fraktionen, die man sich anschließen kann, es gibt Ruf, große Welten, viele Möglichkeiten, es ist ein schönes Spiel, wenn man es denn vom Aufbau mag. Und dann gibt es hier zum Beispiel für 67% Rabatt das Grundspiel auf Steam. Und das war so schon mit der Steam Herbstaktion, die bis zum 4. Dezember um 19 Uhr geht. Und jetzt habe ich einen großen Wunsch an euch. Erstmal freue ich mich natürlich, wenn ihr mir ein Like da lasst. Aber viel wichtiger wäre, dass ihr mir einen Kommentar hinterlasst, wie ihr dieses Video fandet. Denn eigentlich sind solche Videos von mir immer mit viel mehr Aufwand versehen. Und ich schneide dann Videos rein, schreibe erstmal ein Skript und brauche für so ein Video viel länger als für das, was wir jetzt hier sehen. Aber am Ende kommen nur so 2 oder 3 Minuten raus. So habe ich einfach drauf losgelabert, habe vielleicht auch meine eigenen Empfindungen mit reingebracht und auch meine eigenen Erfahrungen, wenn ich das Spiel selber gespielt habe. Was findet ihr besser? Wollt ihr lieber eine kurze Zusammenfassung haben, wie es früher immer der Fall war? Oder findet ihr es vielleicht auch ganz cool, wenn ich einfach mal drauf loslaber und wir somit mehr Zeit miteinander haben? Schreibt es gerne mal rein, das würde mich sehr interessieren und dann freue ich mich, wenn wir uns hier links oder hier rechts wiedersehen.